Oh Mann. Licht an. Los geht's. Gut. Fahrrad, was wir abholen müssen. Bisschen Buchführung. Erster Auftrag, wir warten auf dich. Erster Auftrag. Zentrieren im Hinterrad. Boah, ist das schmutzig. Auftrag 1, Minute 1. Aber das ist schmutzig. Moin, moin. Moin. Ja, da ist es. Hast du die Musik schon wieder so laut gemacht? Wolfgang. Was? Hast du die Musik schon wieder so laut gemacht, Wolfgang? Hab ich alles gemacht. Dann haben wir wieder schon rumgeschrien hier in der Straße. Da drüben, ja. Verrückte Welt, wa? Na ja. Was gibt's Neues? Nichts Neues. Nee? Wolfgang, bei mir gibt es immer nicht neu. Wenn das alles nicht so funktioniert, dann wie der sich dann wie sich das alles da vorstellt mit den Corona-Testern, naja. Funktioniert das nicht? Was sagst du? Funktioniert nicht, oder was? Ach ich hole, das ist doch die Kinder schon wieder da. Hallo, ein paar lang. Okay. Was gibt's denn heute in der Welt, Wolfgang? Sag mal. Ach, lies mal vor. Warum raste er von hinten links ein Auto in mich herein? Jetzt spricht das Opfer des unerwarteten Terroristen. Götter Janisch. Jetzt spricht das Opfer des Terroristen. Ja. Erst sagt der Janisch, jetzt schweigt er. Und jetzt auf einmal fängt er an, naja, wahrscheinlich, die Zeitung will es. Naja. Die Leute wollen es wissen. Naja. Viel Arbeit. Viel Arbeit. Ja. Nicht so viel heute, das wäre 36 Grad. Und noch warmer. Okay. Was? Gut. Super, so. Ist das Geschäft schon wach? Ich habe schon wach. Ey. Schon den ersten Auftrag erledigt. Ach, der repariert schon, okay. Ja, klar. Bis später. Bis später, Olga. Hallo, kann ich mir kurz die Luftfüller ausleihen? Ja, genau. Danke. Hab ich doch gehört? Hä? Ja. Thank you.
Erstauftrag erledigt, jetzt kommt Frühstück und dann wird weiter rausgeräumt. Immer rausräumen, rausräumen, rausräumen. Das ist doch langsam wieder gemütlich hier vorne, der Vorraum. Ich wollte fragen, ob ich nochmal bei euch am Schrott gucken kann, ob ich was Gutes finde. Du was guckst vom Schrott? Ja, genau. Ich war älter als du, ich weiß nicht. Ja, ja. Hier ist doch hier drin. So. Den Kram, den du da in den Kisten hast? Ja, ist lass mal nicht da auf der Trommel. Okay. Aber das war gerade so frisch. Gerade frisch geleert. Frisch abgeholt. Kannst du da ruhig mal gucken, da so ein Kippen hat. Das war's? Ja, ich kann ja nicht immer drin haben. Ja. Ja. Wir letzten waren die, glaube ich, kurz vor der Leere, da war ja ein Kippen. Ja. So, ein Dampf bleibt Ihnen, das war mir. Okay. Also, was ist denn das? Ich fixiere das mal nur, damit das hier fest ist. So kommt der an hier. Und am Ende behaupten sie, ja, das hat aber funktioniert vorher. Hat überhaupt nicht funktioniert. Das ganze Ding ist klump.
Ne, Bruder, 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 Bruder. Bruder hin, Bruder her. Bruder hin, Bruder her. Bruder her, Bruder. Yay. Zwei neue Züge. Machen wir. So. Zack, zack, zack. Tja, Mensch, da Achim halt durchgefallen ist in der Prüfung, ist er jetzt tatsächlich länger hier, macht hier sein Praktikum weiter. Tja, das habe ich so aber nicht gewollt, ehrlich gesagt, muss ich mal sagen. Das war so nicht beabsichtigt. Habe ich wirklich bemüht, ihn ordentlich drauf vorzubereiten, ihm Aufgaben zu geben und. Warum er jetzt natürlich am Prüfungstag ausgerechnet 20 Minuten zu spät kommt, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Der ist die ganze Zeit über pünktlich. Das ist das Einzige, was ich von ihm sagen kann, was mit Sicherheit zutrifft, er ist zuverlässig. Und dann biegt er falsch ab, sagt er. Der war bestimmt zu aufgeregt, oder? Und jetzt weiß er wohl nicht mal, ob er bestanden hat oder nicht, aber eigentlich, das ist doch Quatsch, warum sollte der zu ihm sagen, nicht bestanden, wenn er nicht bestanden, wenn er doch bestanden hätte, das ist ja ein Ding. Ich weiß es nicht. Und einspeichen komplett null und Pfeilstück komplett null, das ist einfach mal komplett null. Jetzt sind zwei Stationen mit null. Dann könnten sie da auch weglassen. Ich glaube nicht, dass das bestanden ist. Ja, bei Zuverlässigkeit soll er sich nichts sagen lassen. Das ist eigentlich top, eigentlich. Das hat mich sehr erstaunt. Hört sich an wie meine Frau. Hört sie doch einfach an wie meine Frau. Ich höre mich gerade etwas. Wieso? Wegen den Ärzten. Weil der Chefarzt ist jetzt nicht da. Ja, okay, schön und gut, der kommt Montag erst wieder. Ja. Und die Ärzte, die am Telefon gemeint, naja, er hat gesagt, sie soll das noch ein halbes Jahr nehmen. Ja. Aber ich kann Ihnen das jetzt hier nur sagen, wie es in den Arztbrief drin steht. Und da steht drin, dass sie es nicht nehmen soll. Ja, aber er hat was ganz anderes am Telefon gesagt. Ist ja nicht so, dass ich mich drum reiße, dass sie das nimmt, aber wenn er das so gesagt hat, ne? Ja, ist okay, absetzen und wieder ran und so. Und dann meint sie, naja, also wir haben jetzt hier zwei verschiedene Aussagen. Wir müssen erstmal abwarten, was er am Montag sagt. Denke ich mir jetzt, wenn ich lüge oder mir irgendwas ausgedacht habe. Weißt du? Das ist doch totaler Schwachsinn. Ey, die Leute sind halt alle verrückt. Also ehrlich gesagt, ich gehe zu 100% sicher. Ja, klar. Hast du, ey, muss man ja gar nicht drüber diskutieren. Nee, er hat zu mir gesagt, wortwörtlich, wie stehen Sie denn dazu? Hat er mich ja noch gefragt. Ist, na, ich bin sehr froh, dass es die Medikamente gibt. Und er so, na dann, wissen Sie was, dann machen wir das jetzt weiter. Ein halbes Jahr und dann möchte er beim Ultraschall dabei sein. Und dann schließen wir die Sache ab und machen dann ein Abschlussgespräch. Wunderbar. Ja, und was, wenn die jetzt sagen, am Montag, nee, das war gar nicht so? Dann komme ich mir richtig bescheuert. Dann war nicht so, dann bist du dement. Nee, wie nennt man das? Lügnerin bin ich. Geistig insuffizient. Nee. Bin ich aus Prinzip schon nicht auf mich sitzen lassen. Dann gehst du hin und haust die jetzt. Gehst einfach hin und haust die. Ja, echt, was soll ich hau das? Euch. Als ich die da. Als wenn ich irgendeinen Scheiß erzähle oder nur die Hälfte verstanden habe oder alles falsch verstanden habe, wisst ihr? Du bist aber, so ein Batz. Ja. Ein Dummbatz. Nee, also da bin ich mir. Und du gehst Bombatz? Richtig sicher. Richtig sicher? So 100%. Nee, manchmal denkt man ja, oh, habe ich es doch falsch verstanden? Nein, habe ich nicht. Ich bin mir ganz sicher, dass er das so gesagt hat. Es war so. Das ist doch Quatsch, warum sollten wir uns auch quälen mit dem ganzen Quatsch? Ja, echt mal. Vor allem wüsste ich es im Moment gar nicht. Ich kämpfe mit ihm jeden Abend. Ganz toll. Ja, das ist mir ein Ärger auch.
geht gar nicht so an. Am meisten ärgert mich halt daran, weil ich mich freue, wenn ich es wirklich nicht mehr nehmen muss. Aber dass ich als beschwert gestellt werde. Ja, du bist nicht ganz zurechnungsfähig. Genau. Das ärgert mich. Du bist doch bestimmt so eine Schlucke, so eine Übermutter, so eine Helikoptermama. So eine, ja. Voll gemein. Ja, sowas bist du. Ich nie wieder, ja? Nee. Bis später. Das musst du dir jetzt anhören. Wollte ich dir mal kurz sagen. Ja. Ich bin da ganz d'accord mit den Ärzten. Das ist so fies. Nee, bist du. Das ist gemein. Naja, wenn man so eine Übermutter ist so und ich glaube, du machst eine Rutsche. Was ist denn mit meinem Kind und dies und das und jenes? Wer weiß, wie viele sie davon haben. Und dann kommt so eine normale. So normalis. So eine normalis. Und damit kommen sie halt wieder nicht klar. Wie, was? Sie wollen gar nicht uns über die Schulter gucken. Sie wollen gar nicht uns korrigieren. Sie wollen gar nicht sagen, was sie alle im Internet gelesen hat, wie man es richtig macht. Das wollen sie alle nicht. Das geht auch ohne. Damit kommen wir jetzt auch nicht klar. Total verwirrt. Bombatz. Bombatz. Hallo. Okay, das haben wir also alle hier einmal frei gelöst. Bremsenluft einmal frei dazu. Reifen läuft. Ist neu. Jetzt müssen wir nur nach vorne. Bremsbelag ist neu. Jetzt müssen wir nur nach vorne hier den Zug verlegen und dann sind wir hier durch. Und er kann dann bis jetzt wirklich fantastisch fahren. Also bis auf, wie gesagt, der Schaltzug, der ist ja irgendwann drauf angeschnitten mit dem Schaltzug. Dann werden wahrscheinlich auch sagen, oh, das war doch einwandfrei. Das ist so witzig, wie die Wahrnehmung der Leute ist. Ich bin gestern Abend damit gefahren, da war der tipp top. Und dann fasst du das so an und denkst, wie sich das schon anfühlt. Das kann nicht tipp top gewesen sein. Doch. Tipp und top. Zug neu. So ein Schloss ist nicht gut. Macht einen Schlosshalter ran. Schloss vorne drüber ist nicht gut. Schloss hinten über die Züge hängen ist auch nicht gut. Über die Sattelstütze. Das ist alles nicht gut. Das ist kein idealer Platz. Ein Schloss braucht einen Schlosshalter. Benutzt den. Wenn die Firma, die das Schloss hergestellt hat, zum Schlosshalter anbietet, benutzt den. Macht das Ding an den Arm ran. Nicht hier rum oder so. Hier rum, das knackt die Züge alle weg. Hier irgendwo ran. Hier ins Dreieck drin. Straps. Fertig aus. Strapse an. So, Straps. Zwei Strapse. Zur Not hier diese schnell hier, diese Pedalhaken. Schnüre, sowas hier. Macht das selber ran damit. Kleiner Aufruf zwischendurch, weil das ist es nicht. Ja. Hocke, Mann. Guck mal. So muss das laufen. Ziehen wir hier ein bisschen Spannung raus und dann läuft sie beide Seiten frei. Rollen, bremsen. Fantastisch. Perfekt.
Okay, das war's. Kann abgeholt werden. Diagnose, kein Licht. Diagnose, kein Licht, schlecht. Ja, wie? Da kommt nichts mehr. Dann halten wir mal 9 Volt hier hinten ran. Sieht auch was. Vorne Lampe ist in Ordnung. Zumindest leuchttechnisch gesehen. Hinten Lampe ist in Ordnung. Lass es nicht die Dynamo sein. Ne? Jetzt bauen wir unten. Jetzt baue ich unten den Stecker ab und halte da auch nochmal die 9 Volt Blockbatterie ran. Schauen wir mal, was passiert. Nabendynamo-Stecker öffnen, wie geht das? Ganz kleines Video. Nabendynamo-Stecker öffnen. Man zieht den ab hier vom Dynamo, das ist klar. Und dann hat man hier hinten so eine kleine Lasche. Dann hält man nur das Schwarze fest, drückt hier mit dem Schraubenzieher in die Lasche rein und offen ist der. Fertig. So, weiter. Weiter im Text. Tja, schön. Aber es ist die Lampe. Nein, es ist nicht. Es ist der Stecker. Herrgott, die haben ja noch mal einen Stecker hier unten drin. Ach, wie kompliziert macht ihr das alles? Die Kunden wissen doch überhaupt nicht mehr Bescheid hier, weil sowas. Ja, wirklich nervt aber auch was. Hallo? Ja. Was gibt es? Was gibt es denn? Kannst du den brauchen? Schenke ich dir. Weil ich habe mir einen anderen hinten rangebaut, so hinten an dieses Gestänge. Ja, schmeiß so, uns. Dankeschön fürs Benutzen vom Werkzeug. Kein Problem, weg vom Hofdach. Ja, okay. Andere Frage, habt ihr so Handyhalterungen für den Lenker? Nee, gar nicht. Gar nicht. So. Das wäre jetzt noch so, und so Taschen, Lenkertaschen oder Rahmentaschen? Nee, auch nicht. Gar nicht. Aber in der Radspannerei, da müsste es mal gehen. So einen Bremszug kann ich aber bei dir kriegen, ne? Ja, wahrscheinlich. Das ist ja easy. Weil ich habe mir meinen Lenker ziemlich hochgestellt jetzt, weil ich ein bisschen aufrechter sitzen will. Ja. Und der für die Vorderradbremse, der wird langsam, naja, ich denke, er ist noch okay, aber okay. Ich weiß nicht, ob es die verschiedenen Längen dann gibt oder so. Naja, nee, ist Meterware alles, ne? Also du hast immer eine Einheitslänge. Ja. Vom Zug, vom Innenzug und das andere längst her oder so lange ab, wie du brauchst. Das ist immer ach so, 15 okay. Meter Rolle. Oh, das sollte reichen. Ja. Knipse ich mir dann halt selber ab, den Mantel außen. Gibt aber auch billige, pro Meter 2 Euro und so was. Kommt immer darauf an, wie geschmiert du das gerne hättest, wie gut du gerne bremsen würdest. Also deswegen, eigentlich, ich präferiere ich war jetzt hier einmal da, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, hier vorletzte Woche wegen dem Lenker. Ja. Den ich mir hier aus deiner Grammelkiste von eBay Kleinanzeigen rausgewühlt habe. Ja. Und das war so nett und super easy hier, dass ich eigentlich nicht vorhabe, jetzt noch woanders. Ach, siehst du, das ist auch nett. Nö, das ist dann so, ich komme hier aus der Ecke. Wenn ich dann hier schon irgendwo meinen Händler habe, dann. Dann kommst du einfach vorbei. So sieht's aus. Und wie ich hier sehe, gibt es hier eh alles und ich mag solche. Alles bis auf Fahrradtaschen. Fahrradtaschen, genau. Handyhalter schon, ja, nicht, weil ich selber so Handyverweigerer bin. Ja. Das ist so ein Problem. Na gut, ne, das ist so eine Einstellung. Also ab und zu wird man natürlich auch ein Handyhalter hier angeschwemmt, weil die Leute sagen, brauche ich nicht mehr. Ja. Aber. Naja, gut, nee, das ist ja kein Ding.
Das einzige wäre noch, ich habe so einen Ladendynamo an meinem Ding dran. Weißt du, wie man den abschaltet? Ja, also wenn man Licht an, Licht aus? Ja, mit der Lampe. Da ist ein Schalter dran. Okay, dann zieht man die Brille auf. Wenn da kein Schalter dran ist an der Lampe, dann ist das eben noch die alte Lampe, obwohl die Lampe noch nicht getauscht. Kann gut sein. Das ist so eine große Runde mit rundherum Reflektor und in der Mitte die Lampe. Ach, sollte hier oben hinten einen Schalter dran haben. Das hat nichts zu sagen. Okay. Ändert sich aber an dem Lauf dann was? Ja. Doch schon. Wird leichter. Bitte. Und wenn nicht, dann eben eine Lampe anschrauben. Ein Schalter. Dann bin ich wieder hier. Ja. Wir haben wir da. Ciao. Jetzt haben wir einen riesen Mopsklops draußen zu reparieren. Wirklich so ein Riesenteil. So ein Barfang. Fast Moped. Mit so einem riesen Scheinwerfer vorne. Kennt ihr die Dinger? Schauen wir uns gleich mal an. Sagt er zu mir ein Fatbike. Ich sage, naja, Fatbike kein Problem. Aber das ist schon ein Problem für mich eigentlich. Ich kriege ja nicht bewegt. Ein E-Moped. Und? Was denn? Mit Zugfahrt. Was denn? Das war, ich habe zu Hause einen alten Diamantfahrer. Ja. Und da habe ich noch so eine Handschaltung unten am Rahmen, weißt du, von Rehnagel. Was ist das? Favorit eigentlich, wa? Rehnagel? Ja, ich habe auch ein Foto gemacht. So. Ja, ja. Und den Hebel suche ich halt. Hebel. Habt ihr sowas vorhin als Ersatzteile? Das Ding halt, so wie das, 3 Euro. Also, das okay. Weiß nicht. Für'n Arsch. Super, dann sag ich schon mal vielen Dank. Weil der ist ja halt nicht mehr komplett. Aber es ist halt das, was immer abbricht. Halt. Ja, kurze Einstelligkeit, wenn man sich toll macht. Oh, Scheiße. Jetzt, ja. Alles gut? Hat geklappt? Wunderbar. Danke. Ich hätte noch eine Frage. Ja. So Pedalbremse, ja. Gibt es? Wie teuer ist es ungefähr? Wie meinst du Pedalbremse? Ah, hast du doch drin? Nein, hier ist kein Teil mehr. Ach so. Das kannst du nicht zusätzlich kaufen. Ach so. Da musst du die ganze Narbe tauschen. Und, das auch? Ja, weil die ist in der Narbe. Ah. Deswegen kannst du nicht. So. Leider nicht einfach so. Speichenschlüssel. Speichelschlüssel. Ja, ja. Elektroräder mal so. Nee, eigentlich nicht. Das ist das Erste. Das muss ich mir jetzt so selten, dass sowas kommt, dass ich das so aufnehmen muss hier. Gießkanne vergessen, ey. Gießkanne vergessen, du bist auch ein Trottel, ey. Du bist zu loig. Hauptsache hast du gut getrunken, dann passt das doch so. Ja du, aber es wird gegossen morgens, mittags, abends, ich weiß ja nicht. Also ist ja kein Rad, ne? Ist ja. Ja doch, ist ja ein Rad, sehe ich gerade. Ist ja ein Pedal dran. Ja, ein bisschen ist gut, ey. So wie das Ding aussieht, fährt das alleine. Was Rad oder? Geht auch gut. Nicht anfassen. Was im Schleicher? Na, der Platte ist nicht so, dass das so. So, also ihr wisst ja wahrscheinlich, ohne Gegendruck von der Außenhülle ja nicht sehen. Und wenn die Pelle durch ist, dann ist eh vorbei. Das mag's Mutter lösen. So, ja, erstmal geht noch der Dings. Hi. Moin. Hi, wie geht's? Geht so. You think I can get one of these screws? You can use? Hi. Und? Nehmen wir hier raus. Oh, die Dinger schauen nicht gut. Reinhängen wir schlimmer. Das Ding hier, wo ist denn? Ist denn das? Hast du recht, wenn das Ding hier hinter was drin steckt? Ja, jetzt kontrollieren. Die Finger habe ich gar nicht. Oh, da ist er. Wo? Oh. Der. Siehst du? Nee. Der hat seinen Dorn eingefahren. Das war's. Der kommt hier durch, ey. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.
Ja klar, naja, das ist nix. Das ist nur Gummifälle. Das wäre nicht hier bestellt, oder? Was hat immer Welle, ich weiß das. Eso, a ver. The other bike broke the chain. So now I'm using this because this is hers. I need to change the other bike, it was like too old. So I need to change another chain as well, but it's gonna be good. If I put money in it. Put money in it. Where's the loop going to? Here? Maybe? Ah. Oh! Well, that's a really cool bike. And that's your YouTube channel. Yeah, that's a YouTube channel. Yeah! Really? Yeah. And it's live? It's not live at the moment. It's not live? I cut everything. I have bikes. I have YouTube channel. I didn't know nothing. Hello. You know how to take out a seat that is like soldered with all the rusting thing? There's a way that you put it upside down and hit it with something? Boom! Boom! Yeah, hit it with Thor's hammer. With the rhythm stick. Yeah, I mean, we tried. Magic stick. We tried between three guys and couldn't like pull it and couldn't escape. Cut way, you know? Yeah, yeah, it's okay. If I can put it out, then I'm the king. What's that? Oh, my. Flat tire. Fix flat tire. Die einzuhängen, das Rad. Naja, gut. Hier fliegt er mal, eine Wut er mal. Fertig. So, hier fliegt halt draußen schon. Jetzt ein bisschen Müll sammeln wieder. Und dann kommt auch bald der Achim und löst ab. So, Ablösung. Mal schneien. Warte. Tommy. Mit einer Panik. Ja klar. Ah, 30 Euro sollten reichen. Ja, ist so Fuffi. Fuffi. Mal ein Affenschnitzel. Oh, ist ja warm hier. Ui, ui, ui. Und da ist die Hitze drin. Dann mal weiter schneiden hier. Und dann sehen wir uns gleich, wenn die Family kommt. Das ist eine Stunde und ich habe Zeit. Passt doch. Ideal, perfekt.
Fertig mit dem Schneiden. So, jetzt kümmere ich mich ein bisschen um die Family. Auch mal ganz nett. Okay. Ich glaube, der Akku ist schon wieder durch. Oh Mann, ey. Ach, ich weiß auch nicht. Kannst du so ordentlich wie möglich behandeln, da passiert, das kannst du vergessen, das funktioniert nicht. Gut, also ich bin fertig mit Schneiden auf alle Fälle. Ist jetzt schon wieder spät. Ich habe mich zwischendurch ein bisschen ausgeruht tatsächlich heute mal. Das müsste auch mal sein. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich bin vorweg geknackt. Ich habe mich mit meinen Kindern gekuschelt gerade im Bett. Und dann bin ich voll weggeknackt, voll einschlafen. Der Körper braucht das manchmal dann doch. Naja, gut, okay. Ich werde alt. Also, wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut, bis dann. Ciao, sagt der Tommy.